Hallo und herzlich willkommen zum neuen Podcast der WOBL. Spieltag 4 steht schon an und was ihr vielleicht hallo. Ja, hallo Frau Wills, schön reingeredet. Ich wollte dich gleich announcen, egal. Was ihr jetzt schon an den Stimmen hört, Überraschung, es sind nicht Quecks oder Kumo und Gast, es sind so ein Frabbels und ich, die Ehre haben, euren Liga. Was ist es? 1 und 2 seid ihr, also die Elite, wo unter anderem wir auch drin sind, lol. Die Ehre haben wir heute, unter anderem auch über unsere eigenen Kämpfe zu reden. Und ja, wir haben. Ich bin sehr gespannt, wie das wird. Ich stelle mir das ein bisschen kringelig vor. Ja, wird schon. Also, wir haben halt ein bisschen anderes Konzept als die anderen. Ich habe ja mal in den anderen Podcast reingeschaut, logischerweise, ne? Wie so ein schöner Teilnehmer, wie sich das gehört. Und die zeigen da alle Replays. Wir reden eigentlich nur grob über die Matchups und dann reden wir, wie die Partie ausgegangen ist. Ja, ich denke, ihr werdet es schon bestimmt mitbekommen haben. Und notfalls, das wird schon beim Zusehen. Also, wir schauten auch nicht den Liga 3 und 4 Podcast. Mann, Elite. Apropos Elite, das sollte doch schon ein gutes Stichwort sein, nachdem wir uns ein bisschen nachdem wir uns ein bisschen blamiert haben, gefühlt schon bei der Vorstellung, dass die Leute sehen, was wir für Trolle sind, dürfen wir auch, wenn wir schon bei Trollen sind, die Liga 1 Spiele vorstellen, die die Woche anstehen, und die kannst du einfach mal am besten vorlesen, also die Woche 4 genau, anstehen. Und zwar spielt diese Woche Livigno gegen Greninja, beziehungsweise haben die gespielt. Nur gegen Totokul, Plagegeist gegen meine Wenigkeit, Häbchen gegen Captain Impact und Fenny. Und ich kann nicht mehr reden. Ja, und ich muss ein bisschen husten. Egal. Was ist auffällig? Also ich finde, muss ich sagen, was mir direkt ins Auge fällt, ist die Partie Häbchen gegen Captain Impact ist, wenn man sich das letzte Saison anschaut, eine echte Top-Partie. Wenn du bedenkst, dass die beiden punktgleich waren, Häppchenle auf der 3 und Captain Impact auf der 1. Da ist interessant zu sehen, ob Häppchenle sich da so seine Rache holt, oder Häpp, wie man ihn auch genannt, was weiß ich. Ja, ob er sich da die Rache holen kann am Ende für die nicht gewonnene WOBL, oder ob Captain Impact sich mal wieder behaupten kann, der jetzt auch, wartet, das sollte auch hier drin sein, nach der 5-0-Niederlage gegen Noah jetzt gar nicht so gut dasteht, nach der Auftaktniederlage gegen Livigno. Was findest du noch ganz interessant? Ja, also ich finde Noah gegen Totokul könnte auch noch sehr spannend sein. Ja, das ist... Weil ja, Reto. Noah ist halt irgendwie an der Spitze und Totokul ist eigentlich ein Spieler, ich weiß, der kann halt mehr als seine aktuelle Tabellenposition verrät. Das ist, glaube ich, so ein geheimes Top-Match für mich. Was halt auch obvious ist, ist zwar unangenehm, das zu sagen, aber Plagegeist gegen mich, weil das halt Platz 2 gegen 3 ist. Achso, ja. Das ist natürlich auch ziemlich interessant. Ja, Finn gegen Terra finde ich auch noch sehr interessant, weil beides aus meiner Sicht sehr gute Spieler sind. Nett. ich muss sagen, ich finde das ziemlich lustig, dass wir Häppchen und Captain Impact gegeneinander haben, während Noah und Totokul gegeneinander antreten. Da haben wir den ersten und zweiten aus Liga 2 der letzten Season gegeneinander, und dazu haben wir dann halt noch den ersten und dritten aus Liga 1 gegeneinander der letzten Season. Also kann das auf jeden Fall ziemlich spannend werden. Hat man so, mal schauen, ob Noah es auch gelingt, Rache zu nehmen dafür. Letzte Season passiert ist, dass Totokul am Ende sich Troll erlauben konnte, indem er sogar mit Shigi einen Kill gemacht hat, und weil er schon sich die Liga gewonnen hat und Noah nur Zweiter wurde. Spoiler, wir werden es nicht erfahren, ob Noah Rache nehmen konnte, weil die beiden sind sehr Musterteilnehmer und haben natürlich noch nicht gespielt. Toll, Jungs. Egal. Ja, ich finde halt Plagegeist gegen dich ist auch noch ganz lustig, weil halt, wie gesagt, Top-Match und ja, und alle, wie immer halt eigentlich alle Matches ziemlich cool, und Livigno Greninja, die beiden sollten sich jetzt, weil Livigno, so wie ich das mitbekommen habe, spielt jetzt auch schon etwas aktiver in der SPL mit, und da sollten die beiden sich ja auch kennen. Und ja, also ein vielversprechender Spieltag, ne? Vielversprechend, ob so vielversprechend auch die Replays sind, schauen wir dann mal. Wir haben nämlich mitgebracht
Hier mal wieder ein Grüße an das Bäumchen, falls du dir das anschaust. Ja, lustig, Finn hat wieder Werbung. Egal. Ich sollte vielleicht mein Bildschirmstream auf Discord fällt mir soeben auf, Rabels. Du hast recht. Synchron mitkommentieren kann. Das hat man vielleicht nicht beachtet. Da habe ich nicht dran gedacht. Egal. So, wir haben natürlich Häppchenle gegen Captain Impact mitgebracht. Ja. Was sehen wir? Was siehst du nicht? Was weiß ich? Wir sehen hier erstmal Pyro, was sehr interessant ist. Na, warte, wir machen das seriös. Wir sehen auf der Seite von Häppchenle, sehen wir Lycanroc, Dusk, Mega Altaria, Pillowswein, Yuxi, Scizor, Pangoro. Dann sehen wir. Nee, ich mach das jetzt. Du hast mir zu interessant angefangen. Dann sehen wir auf der Seite von Captain Impact, sehen wir Pyroar, sehen wir Cobalium, dann sehen wir Amigento, welches Typing es sein wird, werden wir noch sehen, können wir vielleicht ein bisschen spekulieren. Dann haben wir das Trapping Duck Trio, Galarbroken und Tektas haben wir natürlich noch dabei. Das ist interessant. Ja, was fällt auf? Ja. Du wolltest Pyroar sagen. Genau, also ich wollte ja zuerst das Team vorstellen, dann also hast du das für mich übernommen. Ich finde Pyro sehr interessant. Ich habe absolut keine Ahnung, was der machen soll. Aber ich hoffe, dass der was macht, weil das wäre schon echt cool. Ich verstehe halt nicht ganz, warum man den gegen Mega Altaria mitnimmt. Ja, true. Also ich meine, der hat keine Coverage groß für den, außer halt Hyper Voice. So. Das ist an sich gar nicht mal so ultra schlecht. Vielleicht wollte man auch einfach nur einen Fire-Type wegen Scizor dabei haben. Duggy kann halt Lycanroc trappen, was halt auch ganz cool sein kann. Ja, Duggy kann auch. Duggy kann halt aber. Duggy kann halt vieles trappen. Auf einer Range in Altaria gemegert, das ist das auch ätzend für den, wenn der irgendwie mal low geht. Oder auch Scizor kann nervig sein, wenn der Bulle Punch nicht. Was ist? Also, ich sehe jetzt nicht so den krank offensiven Threat auf Captain Impact Seite. Vielleicht ein Silvelli Typing, aber. Mit SD so, aber sonst. Na, ich finde halt gerade das Slowking noch ganz cool eigentlich, weil außer es ist Restock Yuxi oder Restock Pillowswine, aber so an sich drückst du halt auf die beiden, kriegst du Sludge Bomb Poison und sonst halt Flamethrower auf Pangoro auch. Finde ich gerade das Slowking offensiv noch ganz cool. Tatsächlich. Ja, aber der breakt ja auch nicht wirklich durch. So. Na. Aber du will halt auch nichts Offensives da reinwechseln unbedingt. Also vielleicht noch Pangoro, aber sonst. Ja, Pangoro. Achso, bei Häppchenes Seite meinst du. Achso, ja, der will ja da nichts reinschmeißen. Auf alles ist die Poison extrem nervig. Finde ich halt. Offensive Threats bei. Bei Häppchenes sieht das aber ein bisschen anders aus. Also, ich finde vor allem Lycanroc ist sehr gefährlich hier in dieser Gegenüberstellung. Der muss halt auf. Was halt los? Halt, dass der, Ich finde halt. Was ich persönlich cool finde, ist irgendwie Eject Button Galar Slowking into Duck Trio. Das fände ich cool, wenn er das machen würde. Jo, also das Problem ist halt, spätestens, wenn Lycanroc ein Killclaim wird, halt von Duck Trio getrappt und das ist schwierig. Und. Ja, ich glaube auch so, bis auf Crunch macht ein bisschen viel, aber Galar Slowking kann sogar einigermaßen Fistive Lycanroc das checken sogar. Das ist ganz cool. Vielleicht sieht es die Cobalium noch ganz solide aus. Es ist klar, man kann jetzt Cobalium meme, aber der sieht ja wirklich ganz okay aus und nicht mit SD, weil er halt gegen Scizor das Setup rausbekommt, da halt Superpower nicht so viel mehr. Ja, wie gesagt, defensiv wird es halt auch noch ein bisschen schwierig für Captain Impact. So auf den ersten Blick jetzt, weil du willst halt nichts wirklich reinwerfen. Impact das halt wegen der Fähigkeit. Und die anderen Monster sind jetzt nicht so die Bulk-Monster, abgesehen von Galar Slowking natürlich. Ja, bin sehr gespannt, wie das ausgehen wird. Ja, und achso, ja, was wir, glaube ich, ein bisschen vergessen haben, ist Mega Altaria, der ziemlich nervig wird, wenn er die rausbekommt, da. Das habe ich schon angesprochen. Ja. Achso, hast du es angesprochen? Ich habe mal kurz. Da. Egal. Ich bin lost. Lol. Ja, fangen wir dann einfach mal an, würde ich sagen. So. Jo, so. Kommt GLHF, kommt nichts zurück. Ballon. Ich schau mir kurz. Warte, wir haben ja die Zeit. Wir schauen uns kurz mal Häppchen des Kadern. Wofür ist dann Ballon auf Cobalium? Ist es, um auf Pillowswine reinzukommen? Für den hat er ja an sich Taktas.
Vielleicht um Safe Rocks gegen Pillow rauszubekommen oder so? Braucht halt die Rocks unbedingt. Rocks sehen schon gut aus, aber ich kenne halt Häppchens Karte auch nicht. Ich schaue ihn mir gerade an. Ich sehe da jetzt halt tatsächlich gar nichts, wofür der es braucht. Also höchstens Drillburn, Lycanroc, das hat er als CC. Es wird für Pillow sein anscheinend. Okay, hat man halt mal Angst vor Pillow-Swine anscheinend. Für Altaria, wenn der auf plus 1 ist, ein E-Cute. Das ist dann jetzt auch interessant, dass man kurz Pangoro reinschickt in Cobalium. Aber Captain Pink. Ja, wahrscheinlich für Megaltar, das kann auch sein. Aber da macht Return auch schon viel zu viel gefühlt schon. Man muss aber sagen, was haben wir hier für ein Civelli? Oh Gott, ich komme gar nicht mehr hinterher. Ich sprühe zurück. Der lässt sich nicht lumpen und geht auf den Wulzisch da rein und wir sehen Civelli normal tatsächlich. Ja, ne? Ist ein bisschen unspektakulär. Dann kommt er wieder raus und dann kommt Golisopod rein. Ich finde halt, ja, auch mutig übrigens auf den Rock-Tap mal seinen Golisopod reinzuschmeißen. Aber ja, also ich finde das ziemlich gewagt, aber andererseits war das halt auch mega safe. So. Oh, das war gut gespielt eigentlich, weil wenn der Gesteinswurf kommt, dann schaut Lycanroc Dusk ein bisschen dumm und jetzt sehen wir auch das angesprochene der ist EV und der ist geburnt. Der wird geburnt, das ist super unlucky für Häppchen. Jetzt kommt hier Scissor rein, nachdem in der Flamethrower gezeigt wurde. Lizard Gunnerslow. Oh, mega aua. Okay. Flamewell Fire Dog. Der geht auch nicht in Mega Altaria. Das ist, oh, der ist Specs, wenn das EV Pangoro ist vom Damage davor, ne? Ja, Pangoro ist jetzt halt. Also, das Ding ist. Pyro hat übrigens schon einen Kill an der Stelle. Und will deswegen Pangoro zuerst taggen. Und jetzt haben wir das Problem, dass Lycanroc Dusk einen Kill geclaimt hat. Genau. Oh. Ja, gut. Ja. Also, ich weiß, dass Dugtrio nicht der bulkigste ist, aber. An die Option haben wir beide auch nicht gedacht. Interessant. Nee. Schade, war es wohl nichts mit dem Trapping. Ist auf jeden Fall stark gemacht von Epsilon. Jetzt sieht Lycanroc Dusk halt nur mal super nice aus. Hittet alles. Ja, jetzt sieht der mega. Also, das sieht noch besser aus als vorher. Jo. Vor allem, wenn der Crunch hat für Slowking. Ja, hat er. Oh. Aber wir sehen hier auch die Psychic und EQ. Hier haben wir auch noch eine Shuka drauf. Das ist jetzt gut. Ich weiß nicht, ob es der. Er kann jetzt auch vielleicht nur Civelli Normal reinspulen. Der kommt jetzt auch. Ich weiß auch nicht, inwiefern der Psychic Crit mattert. Ja, der hätte auch nervig sein können, aber es geht darum, dass die Schuhkabäre für Mega Altaria jetzt schon weg ist, was ein bisschen doof ist. Wir sehen hier Flash Cannon Cobalium. Ein spezielles Set also. Ziemlich speziell. Ja, und jetzt kommt das Specs Pyro wieder rein. Der sollte es. Und Lycanroc Dusk ist aber auch wieder. Der ist wütend, zerstört das Labor. Dann geht jetzt hier in Lycanroc. Na, ja, der macht das relativ gut. Er muss jetzt halt irgendwie den Live-Hop wegstallen. Ja. So leid mir das auch. So weh mir das auch tut. Oh nee, Cobalium klemmt kein Geld. Alter, Cobalium, was ist? Das wie ein Mann. Was ist mit Cobalium? Warum macht der keinen Damage? Kriegst du noch einen extra Chip auf den, was halt ganz cool sein kann. Aber jetzt ist Lycanroc, das kriegt nur noch zwei Moves raus. Er muss jetzt eigentlich CC drücken. Ha, da traut sich Häppchenle nicht. Der gewinnt ja nicht, die Verflieh. Ob der Crunch jetzt killt oder nicht? Nein, tut er nicht. Was ein Macher, dieses Mon. Und er hat Slack off. Wie geil ist das denn? Das Scissor sah sehr banded aus auf das Golisopod. Das wäre ziemlich cool, hätte er Pursuit Scissor. Dann. Ja, Flame Charge, The Valley bietet sich ja halt an gegen, ne? Ja, true. So, The Valley normal Action. So, jetzt kommt Cobalium schon wieder rein. Hat die HP Fire eingepackt? Warum macht dieses Cobalium Work? Hilfe! Oh Gott, macht der viel. Und es ist die. Jetzt ist die Frage, war es das wert, die Shuka zu verbrauchen? Und jetzt muss halt Glowking leben. Der lebt, oh Gott. Und der ist halt immer. Oh, Galas Glowking. Ist Galas Glowking und lebt das am Ende? Irgendwie nicht gewusst, dass Lycanroc Sucker hatte. Ja, das vergisst man öfter mal. Aber war dann doch sehr stark. Vielleicht hat auch mal so eine Situation, wo mein Gegner mein Lucario durch Sucker killen konnte.
Ist halt auch nicht. Und dann hat er so den Kill bekommen und ich hab's Game verloren. FFF. Ja. Ja, es waren halt, ich finde, Captain Impact hatte da schon ein bisschen Glück, kann man sagen. Weil er hatte halt den Flamethrower Burn auf Pangoro, war total ätzend so. Ja. Das war es halt eigentlich schon, aber trotzdem ist das halt ätzend. Und am Ende hat es doch gelohnt, die Schuka-Beere zu verbrauchen. Kobalion war ein bisschen der Matchwinner zusammen mit Galaslowking, ne? Mhm. Sollte 2 Kills haben, Galaslowking 3 oder so. Ja, Häppchen da hat dann damit wieder gegen Captain Impact verloren. Ich meine, zumindest hat letzte Season auch gegen ihn verloren. Und ja. Ja, damit sieht es echt nicht so gut für Häppchen aus, oder? Nee, echt nicht. Wir können gleich nochmal auf die Tabelle schauen, aber wie gesagt, was ich halt cool finde, wäre es dann, weil das sah sehr beendet aus. Das ist so, der hat auf Golisipot über 50 gemacht, fast mit der U-Turn. Da finde ich ziemlich cool, halt hätte der Pursuit gehabt im Set. Dann hätte das Galaslowking, wäre das Galaslowking halt eher gestorben, so. Und so hat halt, so konnte halt, wie heißt der gute Captain Impact, am Ende noch seinen Galaslowking nutzen und dafür jetzt auch langsam mal erfahren, wie cool das Mon eigentlich ist, dass er alles wallt, auch physisch, was lange Leute gefühlt nicht gewusst haben. Ja, ne? War ein ganz nettes Match. Ich muss mal mit in die Liga. Ja. Match war halt gut, am Ende war es halt einfach nur noch das Aufbrauchen der Reserven sozusagen, die beide noch hatten. Und HP Fire auf Cobra war vor allem strong. Ich denke, auf Cobalion. Ja. Auf Coco hast du gesagt. Auf Cobra habe ich gesagt. Oh, ja, ich habe Coco verstanden. Ja, eben, die HP Fire war halt einfach stark, fand ich. Die hat halt ja wirklich das Game rausgeholt. Ich dachte, jetzt kommt so Focus Plus Action-mäßig, aber HP war wirklich gut. Und dass Pyro dabei war, Gaspex, macht mich ein bisschen glücklich. Das erinnert mich damals, als ich jung war, als ich rüber zu meinem Kumpel gelaufen bin, 3DS rausgeholt habe, Specs Pyro mitgenommen hat über Wi-Fi Battles und der, mit, und der sich mit meinem und der mit seinem Chansey Avalak Core ankam. Waren gute Zeiten, damals, als ich noch jung war. Ja. Mal schauen, ob das auch so gute Zeiten sind. Oh, ich bin jetzt hier in der Killliste kurz gewesen. Ach, keine Ahnung, sehen. Wir schauen uns. Ist das das richtige Doc Frabbles? Oder sollte ich. Warte, sollte ich in die Kopie gehen? Das ist jetzt ein kurzer Aufnahmefail. Soll ich hier in das Doc gehen, Frabbles? Bist du. Das ist richtig, ja. Ja, gut. Ach, du hast das schon geändert, ne? Ja. Ach so, ja, dann. Das machst du bei. Das machst du bei Liga 2 auch so, oder? Ja. Ja, okay, gut. Dann hätten wir das Thema. ja, wir können uns die anderen Ergebnisse anschauen. Livinio schlägt Greninja um deutlich mit 4-0. Noah und Turtokul haben es geschafft, immer noch 2 Wochen nach der Deadline gefühlt nicht zu kämpfen. Du schaffst es, Plagegeist und sein Sandteam mit 2-0 zu bezwingen. Captain Impact, wie eben gesehen, schlägt Häppchenle mit einem knappen 2-0. Und Finn, der beste CP-Spieler der Welt, aka ich, unterliegt Terra Knock knapp mit einem 0-6. Ja, ne? Ja, war spannend. War close, bin ich ganz offen. Ja, was lässt sich so zu den Partien sagen? Die sind jetzt schon ein bisschen her, eventuell habe ich ein bisschen was vergessen. Du kannst ja ein bisschen was zu deiner Partie sagen, ich ein bisschen was zu meiner Partie. So. Hallo? Rabbels? Jetzt höre ich dich wieder. Ja, gut. Professionalität, wenn da sogar kurz der Disconnect da ist. Aber ja, Frabbels, willst du kurz was zu deiner Partie sagen? Was so passiert ist? Wie es dir so ging? Wie es dir mit der Prep ging? Wie es dir mit dem Sandcutter von Plagegeist ging? Also in der Prep weiß ich gar nicht mehr. Ich weiß nur, dass ich im Match total unkonzentriert war. Und schade. Und er actually das Game gewonnen hätte, am Schluss einfach auf Bold Beak draufgehalten hätte, statt nochmal rauszugehen gegen Pampos, weil er dachte, ich sei Fisted. Und so konnte ich dann das Game doch noch für mich entscheiden. Ich würde es halt nicht einen Joke von ihm nennen, weil der konnte ja nicht ahnen, dass ich nicht Fisted bin. Ja, und sonst direkt am Anfang konnte halt mein Draco Soul Check durch Switcheroo auf Archer, heißt er, glaube ich,
Archeops hatte mir ein Ring-Target getriggt und so hatte ich halt keine Elektroimmunität mehr und das war ziemlich belastend gegen den. Das ist aber ultra cool gemacht, weil es Hat ist der ja Stark obvious, dass ein von Mazdail in so eine Art Shops reinkommt und vielen wäre, glaube ich, auch nicht aufgefallen. Ich finde ja so Regieleki mit so Ring-Target-Dingern sind ja obvious, aber ich glaube, keiner denkt sich so, oh, der wird mit seinem Archeops die Ring-Targets tricken. Da ist das heimlich drin, aber ich weiß jetzt, die Frage ist, wie oft wird das dann halt noch klappen, so, ne? Ja, und was ich halt auch noch, was halt auch noch passiert ist, ich weiß nicht, ob mir die Removal komplett gefehlt hat, ich die einfach abgeworfen habe. Auf jeden Fall waren da halt irgendwann Rogues und Spikes und das war halt gigabelastend für Ja, aber auf Mazdail, seiner um da Le so in die Range Sa zu La fahren. Seite la meinte ich, lagen auch Rocks und T-Spikes oder so, oder? Ja, Immerhin aber bei etwas. mir war, also, die haben sich extrem gelohnt gehabt für ihn, die haben mein Team super hart runtergechippt. So auch stark. Und schlussendlich war es halt ein knappes Game auf Augenhöhe. Ja, und zu meinem Game kann ich noch sagen, was soll ich so groß sagen, ne? Ja, war halt auf jeden Fall auch eine knappe Angelegenheit so. Also es ging halt ein bisschen damit los, dass na, also Terra hat halt mit seinem Rillaboom Bandit Rillaboom geleadet und ich hatte halt in meinem Kalk drin Bandit Rillaboom, killt mein Mega Heracross nicht mit Aerial Ace, nee, mit Acrobatics und die Sache ist halt die, was sollte ich groß sagen? Ach so, richtig. Ja, ich dachte mir halt, Terra geht dann in seinen Switchen Dustclops und den wollte ich halt erstmal knocken. Problem an der Stelle ist, Terra hat nicht mit so viel HP-Investment gerechnet, weil ich persönlich habe nicht so viel gesehen, auf was ich da creepen sollte. Und im Nachhinein hat es auch eigentlich sehr mehr Sinn gemacht, da mehr HP zu fahren. Und deswegen hat Terra mit nicht so viel HP-Investment gerechnet. Und eventuell hat Terra auch deshalb. Was soll ich groß sagen? Richtig, das wollte ich sagen. Hat Terra eventuell auch einfach Aerial Ace geklickt und ich habe dann in das Rillaboom reingenockt. Und da war Mega Heracross low. Das ist prinzipiell gar nicht so schlimm, aber es ist eventuell ein bisschen nervig, wenn da Mega Heracross low ist, wenn da dieses gefürchtete, kann man schon sagen, Secret Power Mega Kang da steht. Und dein Check. Mandibuzz unter anderem eingeschläfert wird, man dazu noch jede 50-50 verliert. Und ja, dann macht Mega Kang auch ganz schnell wieder 6 Kills, wenn es da halt seine Checks einschläfert. Aber ist dann halt so, I guess. Ja. Und was war dann noch? Immerhin hat Pikachu einen Einsatz, ja. Das Ja, was war ist. bei den anderen Matches los? Ja, Levinho gegen. Wie Nix heißt er? halt, das andere haben wir ja gesehen. Da war halt einfach das Problem, Greninja hat komplett gegen Sartwei verloren gehabt. Der hat Ja. auch, meine ich, Starcraft-50s verloren mit Bischof. Ja, er hat eine Und verloren. Er hat halt auf SD geklickt, weil Shots er halt alles den gemacht Roost. gegen ihn. Ja, er hat halt den Roost predicted. Gegen auf Sat-Y und dann auf dem Roost SD'd. Aber Levinho drückt direkt Weatherball und. Das verliert ihm dann das Game. Ich sehe halt von Levinho auch irgendwo den Play direkt Weatherball zu klicken, weil er halt noch ein volles Ace hat, so. Und, ja, der den dann niemals killt. Was ich auch lustig fand, ist, dass Flareblitz Cinderace am Ende das Match beendet hat. Weil man nicht missen will, kann man dann auch einfach mal für so lange Flareblitz drücken, bis man in der So ist Blaze-Range es beim ist. Blaze Range springen. Ja, und dann Pam, Pam, Pyroball. Ja, ob. Die ganzen Mega-Kang haben wir ja schon gehört, hat 6 Kills gemacht. Dann wollen wir auch mal auf die Kill-Rangliste. Oder warte, Tabelle oder Kill-Rangliste? Was machen wir mal zuerst? Tabelle. Tabelle, richtig. Macht auch tatsächlich mehr Sinn. So, wir sehen Noah. Wir wissen nicht, ob er seine erste Niederlage bekommt, weil er tatsächlich noch nicht gespielt hat, der Arsch. Ich meine, was? Dann sehen wir dich tatsächlich jetzt auf der 2 vorgesprungen, weil. Bessere Differenz als Terra, wo ich dir leider nicht helfen konnte, da Terra erstmal 6 Differenzpunkte dazu bekommen hat und sich jetzt auf der 3 schlägt. Dann haben wir Levinio und Plagegeist und Captain Impact, die sich beide mit einem 2-2 da zufrieden geben. Im Mittelfeld jedoch immer trotzdem mit einer Minus-Differenz. Oh. Ich glaube, irgendwas ist hart bei der Differenz, weil ich glaube, ich habe da was Ja, kaputt ich glaube, gemacht. du hast irgendwas mit der Differenz viel zu. Nee, also Frabbels hat eine Kopie vom Doc gemacht. Geht nicht auf die Differenz ein. Die sollte auch nicht so schlecht sein. Meine Differenz Ja, hat ich zu dem meine auch Zeitpunkt. selber über mir nach dem Spieltag.
Ja, auf jeden Fall sehen wir hier euch beide die 3-1 stehen. Und das ist doch, da sieht man schon mal, in welche Richtung es geht. Dann halt, welche Mittelfeld, da wird es spannend, die nächsten Spieltage. Ob die dann weiter oben angreifen können oder nach unten abfallen. Ein bisschen enttäuschend, muss ich ehrlich sagen, ist dann Häppchenle, der halt letzte Season noch Dritter wurde und jetzt auf der 8 hängt. Noch enttäuschender bin da tatsächlich ich selber, der letzte Season Zweiter wurde und die Seasons davor sogar beide gewonnen hat und jetzt auf der 10 hängt. Immerhin auf der War-Tabelle Platz 1 sollte ich sein, oder ich weiß nicht. Das stimmt doch auch irgendwas nicht mit dem Platz. Ja, weil, egal. Aber das ist nicht unser Fehler. Na gut. Ja, also, was fällt dir noch so auf an der Tabelle? Ich finde halt persönlich, ja, das ja, nur... Es ist halt sehr interessant, dass die Top 3 der letzten Season alle im unteren Tabellenfeld sind. Ja, und vor allem Turtagul als Liga 2 Meister. Knapp und halt ebenfalls mit einem 2-Stand, aber er ist halt auf Platz 6. Weil ich weiß nicht, ist das jetzt ein Fehler vom Top oder nicht? Naja, egal. Sonst, Noah finde ich tatsächlich interessant, dass er nach wie vor auf Platz 1 steht. Ja, er hat halt noch nicht gespielt gegen Turtagul. Bin mal gespannt, ja, wie es da ausgehen wird. Ja, einfach immer noch 3-0 steht, hätte ich ihm jetzt nicht zugetraut. Na, es ist Noah. Abgesehen von mir selbst jetzt. Die anderen beiden halt vor allem. Und sonst ja. Terra erwartbar. Ganz weit oben, also und ich jetzt habe auch schon vor der Season gedacht, dass Terra wahrscheinlich... Ja, das haben, glaube ich, die meisten gedacht und da macht er es auch gut nach der Auftaktniederlage oder nach der Niederlage am zweiten Spieltag oder so. Ja, dass du am Ende da oben mitspielst, ist da doch auch irgendwo schön zu sehen, vor allem da ein bisschen Kritik da war, ob man dich jetzt wirklich in Liga 1 packen soll oder am Ende nicht. Okay. Und das ist natürlich schön, wenn du das dann zeigen kannst, was du da hingehörst. Ja, und sonst kann man halt nicht viel sagen. So, die Tabelle ist halt relativ ausgeglichen. Die negativen Überraschungen hast du ja schon angesprochen. Ja, ich finde halt Greninja und ich fallen langsam ab vom Rest. Oder auch Häppchenle. Ja, also so ist ja trotzdem noch alles drin. Ich meine, wir sind bei Spieltag 4 jetzt und es stehen halt auch noch einige Games aus und die nächstbesten Leute stehen halt 2-2 und also halt 3 Punkte Unterschied aktuell. Da ist noch vieles drin, kann noch vieles drin sein. Also da dürft ihr euch einfach nicht unterkriegen lassen, auch wenn es ein bisschen dumm klingt. Jo, ich lasse mich auch ehrlich gesagt nicht unterkriegen. Ich färbe mich, um ehrlich zu sein, immer noch wie am ersten Spieltag, weil bringt jetzt sich runterzuziehen zu lassen, aber ja, ne. Ob das so viel bringt, das seht ihr dann wieder nächste Woche. Ja, ob was aber bringt, sind gute Sets spielen und die bringen die Killliste hoch oder einfach Terra schaut sich das Regelwerk genauer an und denkt sich so, oh geil, Secret Power ist ziemlich cool. Moin, Mega Kang. Ja, ne? Hat die jetzt mal angefangen, ein paar Kills zu machen, würde ich behaupten, ne? Ja, also halt. So, jetzt hat er 2 Spieltage mal ein bisschen was gemacht. Hat auf jeden Fall keinen schlechten Job erfüllt da. War ganz okay, ja. Ja, also zufriedenstellend. Ja, was fällt sonst noch auf? Dein Mudsdale ist wieder weiter und konstant am Killzone. Ist jetzt auf Platz 4. Er hat das Toxic Rook, was ein One-Hit-Wonder gelandet hat, überholt. Ja, das Dealer ist halt auch ziemlich nice. Mal schauen, wie viele Kills das Spieltag 3 macht. 4 macht. Und was haben wir dann noch so für Überraschungen? Cura macht halt konstant Kills, Nidoqueen macht halt konstant Kills, ja. Dass Omas da noch so weit vorne ist, ist auch cool. Ja, das zeigt mal wieder, dass die Konferenz schon wieder gefühlt keine Kills macht. Wenn Mon was einmal 4 Kills macht, immer noch da vorne ist. Ja. Gobalium hat jetzt seine ersten 3 gemacht. War der Matchwinner da, muss man ganz ehrlich sein. Ja. Und sonst noch irgendwas? Ja, also wie gesagt, ich finde halt, Stealer hat auch zweimal richtig gut funktioniert gehabt. Ja, Stealer ist halt immer so eine Sache. Ja, ich würde nicht mal, bei so Mons gemacht, aber immer noch einen soliden Job. Bei Mons so wie Nape ist das dann so der Fall, dass du dir so denkst, ich brauche das richtige Set, um zu gewinnen. Bei Stealer
Keine Ahnung, es passt irgendwie immer mit den Moves, wenn Mon jeden Move hat, dann kann der tatsächlich auch relativ oft einfach gut gewinnen. Und ja, ich finde das. Ich finde das sehr schön, dass Noah offensive Steeler spielt. Du wahrscheinlich nicht. Aber ja, ich bin persönlich großer Fan von offensiven Steeler. Ohne Witz, an jeden, der das jetzt hört, offensive Steeler ist einfach der Tod für den Draft-Liga-Spieler. Das ist der Teufel. Ich berät dich, by the way, noch offensive Steeler zu bringen in der DDL, aber das ist ein anderes Thema, Frau Bitz. Also, wir selbst können das bringen, aber wenn das gegen mich gebracht wird, dann habe ich halt einfach verloren. Ja, das war's soweit von der Liga 1, ne? Und du hast alles vorbereitet mit dieser Doc-Kopie. Hier sieht man kurz die Tabs. Es hat geklappt. Ich schließe jetzt das hier und das hier. Und wir gehen auf den Spielplan ein. Von Liga 2 sind wir angekommen. Das erste Mal Liga 2 hier angesagt. Soll ich oder du? Ja, du darfst. Okay. Es spielt Kortra gegen Schmock, Finn Wildig gegen Kentakio, Luca gegen Gabro, Niklas gegen Tea Party, Sergeant Cesorio gegen Tribu. Das sind die Matches, die wir hier haben. Was findest du am interessantesten? Ich finde Sergeant Cesorio gegen Tribu ganz nett, interessant, weil beide jetzt ein bisschen, ich sag mal, mäßig performt haben. Tribu Conti jetzt, das sollte letzten Spieltag sein. Nicht wunder, falls ihr das in der Aufnahme hört. Draußen meint jemand um die Uhrzeit jetzt sein Auto zu starten mit lautem Ton, egal. Tribu konnte letzten Spieltag jetzt seinen ersten Win einfahren. Sergeant Cesorio wartet noch tatsächlich auf seinen ersten Win. Da ist das so ein das kleines. Ist ein Killer-Duell, ne? Ja. Dasselbe gilt für Luca 07. Der hat ein Win gegen Sergeant Cesorio und dann kam tatsächlich ein 4-0 und eine 6-0 Pleite gegen Schmock. Und das sieht jetzt echt alles andere als gut aus. Und dann haben wir halt, und der spielt halt gegen Gabro und zu Gabro also lässt sich sagen. Das ist sogar für die Motivation, ne? Ja, und vor allem, wenn du höher und höher verlierst dann und dann noch gegen Gabro spielst, der jetzt erst am letzten Spieltag seine ersten zwei Devs hinbekommen hat. Erstmal Glückwunsch an euch, Liga 2-Spieler. Ihr habt es hinbekommen. Der Junge hat doch noch Mons nach Spieltag 2. Endlich ist es soweit. Mon, zwei Mons sogar sind von ihm gestorben. Das ist doch nicht schlecht. Vielleicht kann dem Luca ja ein paar Mons mehr nehmen. Ja, vielleicht kann Luca ihn komplett besiegen. Das wäre natürlich ziemlich gut für ihn. Das wäre ein Highlight für mich, bin ich ehrlich. Ja, wenn er da so ein bisschen aufsteht und jetzt mal auspackt. Ja, King Lord Niklas, die Party. King Lord Niklas jetzt ein bisschen abgefallen mit der Niederlage gegen Tribu. Hatte eigentlich jetzt, der Schein trügt so ein bisschen. Da kam jetzt die Niederlage gegen Tribu, der 6-0 Niederlage gegen Gabro. Und man denkt so die ganze Zeit, irgendwie habe ich persönlich im Kopf drin, so Niklas spielt oben mit. Aber im Endeffekt ist er halt irgendwo da unten dabei, weil halt bis auf den Sieg von Schmock gegen Schmock, was ziemlich gut war sogar, eventuell hat Schmock auch ein bisschen geworfen, aber ich will es mir jetzt nicht schlecht reden. Kam jetzt eigentlich echt nichts mehr. Auf den Sieg von Gabro hofft natürlich Kentakio nicht. Perfekte Überleitung. Kentakio steht auch 3-0. Finn Wildig hat einen Sieg. 1-2. Ja, gefühlt wie die ganze Liga. Ja, also wirklich die Hälfte der Liga steht 1-2. Das ist irgendwie mega dumm. Differenz ist mal wieder schwierig. Ja, ich weiß nicht, was du da geschafft hast, aber ja. Ja, die ganze Liga steht da so ein bisschen negativ. 1-2, ja, Schmock und Kortrax sollten aber 2-1 stehen, ne? Nee. Kortrax ist, glaube ich, auch 1-2. Ja, Kortrax steht 1-2, aber Schmock hat die Kurve bekommen, im Gegensatz zur letzten Season, kann man sagen, und steht 2-1. Das heißt, Schmock will gewinnen, Schmock muss da irgendwo dranbleiben. An der Spitze, wenn du bedenkst, dass halt Kentakio und Gabro, wenn die beiden den Spieltag gewinnen, dann stehen die schon 4-0. Und wenn Schmock den Spieltag verliert, dann sind es plötzlich schon zwei Siege, die die trennen. Aber Kortrick will natürlich auf keinen Fall verlieren, weil dann am Ende will man da doch noch oben mitmischen und nicht, auch wenn es für den allgemeinen Wohl, glaube ich, besser wäre, wenn Schmock das gewinnt. Dass er da besser auf Kentaki und Gabro angreifen kann. Ja, was findest du noch ganz interessant?
Ja, wie gesagt, es gibt jetzt nicht so die Top-Party Ich finde halt Schmock Kortrijk des Spieltags. eigentlich auch schon stark, die Ja, Partie. aber jetzt halt von den Standings her so, ich meine, Schmock Kortrijk ist halt einer, der 2-1 steht und einer, der 1-2 steht. Aber ich denke, dass das Hauptmatch, beziehungsweise das, worauf ich mich am Man meisten kommt. freuen würde, wäre halt Gabbro gegen Luka 07, weil halt einfach. Ja, Gabbro gerade komplett am Eskalieren ist in der Liga und Luca jetzt einen heftigen Dämpfer einstecken musste. Das könnte interessant werden. Ich Und ob habe das mir halt nochmal schafft, sich das wieder gerade. aufzubauen und gegen Gabbro zu gewinnen, vielleicht sogar. Ja, das wäre eine richtige Motivationsspritze. Aber ich habe mir das gerade mal angeschaut. Wir sehen Spieltag 9, die Partie Kentarkio gegen Gabbro. Also irgendwo wünsche ich es mir dann Und doch das wäre schon, ein Banger, wenn wenn die beide so so abgehen. 8-0 stehen und dann gibt's Grande Finale. Ja, ob es dann wirklich so bleiben wird, kann man gespannt sein, denke ich. Es auch gespannt sein kann, welches Replay wir euch mitgebracht haben aus Liga 2. Fravitz hat gesagt, er ist richtig gehypt auf Luka 07 gegen Garpro. Und Überraschung, das haben wir euch nicht mitgebracht. Ich dachte eigentlich auch, wir hätten euch ein anderes Replay mitgebracht, aber Finn aus der Vergangenheit hat sich anscheinend für ein anderes Replay entschieden. Wir sehen, Kinglord Niklas trifft auf unseren. Ich will nicht sagen, unser liebster Troll auf der WoCP, denn da gibt es schon einige, die ich mehr schätze, aber ein großer Troll auf der WoCP, Tea Party. Ich würde sagen, du darfst diesmal cool das Matchup vorstellen. Ja, also wir sehen hier Megavino, Galazapdos, Rotom Wash, Lycanroc in der Zwielichtform, Colossand und Jirachi auf Tea Party Seite, während Seite Coco, Skarm, Miss Mages, Zard, welches? Sat X, Zwei, Sat X. normal. Sat X. Roserade und Holucha dabei sind, Hast du mich beziehungsweise gehört? Charizard. Hörst du mich? Jetzt höre ich dich wieder. Ja, ich war, man hat mich kurz nicht gehört, das wirkt dumm in der Aufnahme. Es ist Sat X. Dankeschön. Ja, und dann haben wir noch Roserade und Lucha. Ja, was würdest du zum Matchup sagen? Der Ja. zweite Kampf mit Lycanroc, Dusk, by the way. Oh ja, stimmt. Ich mag den Hund. Der Hund ist, muss auch mit gegen Sat X. Ist klar, denke ich. Und gegen Lucha kann der auch nice sein, wobei der Ja. nach dem Death Boost nicht mehr so viel macht. Aber ist trotzdem nicht schlecht zu haben. Und ich weiß sogar aus eigenen Kalks, dass Garm gar nicht mal so ultra gut auf den reinkommt. Bandit CC tut schon weh. Ja, das sehe ich. Und sonst so. Ich bin. Ich finde, Sat X sieht offensiv richtig stark aus. Der Rotom Wash fehlt ein bisschen die Recovery dafür. Also klar, Restock ist ein Ding, aber dann gehen ja auch ein bisschen die Slots aus, weil du brauchst Restock wohl zwischen Hydros an sich ein Set, aber du willst eigentlich auch Foulplay spielen, um dem Sat X wirklich was zu machen. Und so ein plus 1, plus 2 Dragonclaw Scaleshot tut dem Rotom wirklich ordentlich weh. Und auch Palissand kommt ja jetzt nicht auf Dauer auf die plus 2 Flareblitz rein und SD, wenn er Setup Zard spielt, wird es wahrscheinlich eher SD über Didi sein, weil Didi bringt dir herzlich wenig ab irgendeiner Range, wenn da halt Wolverock in der Zwielichtform steht. Jo, das sehe ich auch so. Auch wenn ich sagen muss, ich sehe Sat X gar nicht mal so sehr durchgehen. Da Wenn durchgehe ich ich, aber ich sehe tatsächlich. den halt breaken so. Aber ja. Ja, das stimmt. Wenn ich durchgehen sehe, ist halt das Lucha. Der sieht auch echt strong aus, wenn Niklas den auf den richtigen Moment reinbekommt. Ja, das Lucha sieht strong aus, wenn viereinhalb Mans Aufsehen. fehlen. Was ist? Ja, also ich finde den halt so strong, so wenn der den auf, weiß nicht, Pello oder so reinbekommt. Pello kein Toxic oder Willems hätte. Pedro kann kein Willow. Doch, bestimmt können. Nein, glaub nicht. Aber auf jeden Fall, ja, Showdown-Expertise. Ich finde halt, na, weiß ich nicht. Der macht Das Matchup reden. gegen. Hörst du mich überhaupt? Ja, ich höre dich. Ja, ich wollte über das Matchup reden. Ich finde halt Lucha wirklich nicht stark, weil die Kombi Rotom Wash plus Palissand handelt den eigentlich relativ gut. Der Aber ist kein Willow tatsächlich. ja, es hat's nicht. Aber die Sache ist halt die, wenn Sat X da ein bisschen durchbreakt, dann kann Lucha gut aussehen.
Es soll ja auch eventuell eine GPL-Season gegeben haben, in der Coco, Skam, ZX und Lucha ziemlich gut abgeliefert haben. Ich bin kein wirklicher GPL-Gucker, aber irgendwie muss man ja in den Draftling reinkommen. ja, ne? GPL. Ich muss sagen, ich verstehe nicht ganz, warum Galatzapdos da ist, ne? Könnte halt ein bisschen abfacken, so vor allem und Rotom, wenn der. Ja, wie soll ich sagen? Früher weg vom Fenster ist. Ja, dann ist der nervig, aber sonst, solange der da ist, halt Roserade ist halt nervig, weil der einzige Defogger, der da ist, ist Rotom Wash und der macht Roserade nichts. Und ich muss halt sagen, ich finde persönlich Galatzapdos verstehe ich nicht ganz. Also das ist ein cooles Mon, keineswegs. Aber ich verstehe nicht ganz, warum denn den hier mitnimmt. Oder siehst du irgendwas? Nee, also der kann breaken, aber so. Na, die Sache ist halt, die ich schon. Coco plus. Coco plus, wie heißt der Mann? Ja, also Coco ist halt ein absolutes Problem für den. Na, der hat Stomping Tantrum, aber das Problem ist, Coco oder Skarben checken den ja schon. Ja, also Coco alleine ist halt schon ein Problem für den. Und mit Skarben macht es das halt nicht einfacher. Ja. Also ich finde den jetzt auch nicht so Big Baba Bubu geil im Matchup, aber gibt Schlimmeres. Kann man schon bringen, sage ich. Ja, was man auch bringen kann, ist zu starten. Oder? Jo, true. Herr Effi, alle zeigt geile Sets. Danke, Kortrak. So, wir sehen hier Rocks und Rotom kommt ganz normal rein, Pole Switch. Instant Abfuck für Tea Party. CC Step sehen wir hier und der hat echt einen CC Step und da prediktet man das Skam direkt, aber. Helmet, der ist sehr interessant. Also ist halt klar, so geht. Ja, man hat das auch gut gemacht, auf den CC erstmal Coco reingeschmissen und jetzt geht man hier in Bernadette. Es ist auch die von Rotom, wie erwartet, aber der ist dann doch schneller. Rotom ist halt schon mal giga gechippt, das ist halt echt nicht geil. Der Steffenplan beschwert sich ja auch. U-Turn, auch in den nächsten Helmet. Nicht gut. Ja, also, immerhin kann der wohl switchen. Gechippt, das Team, das hat Niklas hier sehr gut gemacht und das sieht gerade sehr gut für ihn aus. So, jetzt ist CC Step drin. Und der predicted das. Das macht halt nicht genug. Der ist halt beendet. Die nächste Liste. Trollparty ist wieder am Start. Verrat. Der Hund hat mich verraten. Giratschen Abstrich, so. Und jetzt hat er erstmal seinen Wishratsch drin. Nature's Madness Goku bietet sich ja an auf den und man ja, lässt. Der schiebt sich jetzt noch mehr. Oh Gott! Aber er kriegt immerhin Rotom wieder hoch. Wieder voll, aber Raji dafür gestorben. Oh nee, und jetzt will der. Oh, das macht er gut. Das hat er gut gemacht auf den Taunt. Herr Drone. Guter Call. Guter Call. Ich grüße halt Stefan, ich schau deine Videos. Du wiederholst dich auch immer. Bis-Fans aufgepasst, okay. So, und Mega wieder Roserade ist so ein Matchup. Bis auf Extrasensi Roserade machen die jetzt nicht so viel. Aha, die Kalkputzen. Ja, die können halt Spikes legen, so. Ja, also, ich hab wie nur kein Workup spielen, das ist cool. Ja, und das Lycanroc misst hier wieder gegen Skarm. Was Skarm Brave birdet jetzt auch mal und wir sehen den Helmet. Ja, das ist jetzt mal interessant. Da wollte man jetzt nicht das Momentum. Ja, gut. Sonst wäre es schon echt schwierig geworden. Oh, bitte Bravebird jetzt. Das macht. Aber die breakt den nicht, das ist ein bisschen problematisch jetzt. Das macht. Vor allem, wenn dein einziger Attacking Move Wall Switch ist, der den ebenfalls fake. Oh, jetzt kommt ZX rein. Gewinnt der jetzt? Ist ich bin das. Gespannt. Also gegen Megavino Setup. Willow? Was wollte der Willow und was hat er predicted? Lightning, I guess, auf dem Setup. Gepoisoned. Das war ein Sludge vom Crit. Jan hat das Crit, wir haben ja Sets von Kinglord Niklas. Wir wissen übrigens, dass das ein sehr defensives ZX ist. Die Begründung, warum man jetzt hier ein defensives ZX spielt, habe ich so noch nie erlebt, aber meinetwegen wird's halt, ist halt eine schöne Prep so irgendwo. Defensives ZX an sich, ja, ist nicht. Ich lese dir jetzt, die Begründung war, er fand Aselgore ziemlich scary von Tea Party. Ach so. Ja, dann?
Ja, ne? So, ich weiß jetzt nicht. So, also, der ist halt auch Teil. Der ist halt auch Teil. Also, der ist nicht schlecht, aber ich weiß jetzt nicht. Da, so, da kommt doch also, bestimmt auch mal. Nicht, der kommt bestimmt auch. Oh. Oh, Bernadette claimt hier ein. Ja, also, der ist komplett busted hier in dem Match. Der kommt ja rein und claimt immer. Ah, mal wieder. Also, dass er jetzt auch sein X inzwischen schon auf die Star. Ah, schade. Das ist halt. Oh, und das gilt. Ja, oh Gott, die Party. Macht nochmal sehr, sehr schwierig für die Party. Der ist, aber Niklas ist so nett und Roos da gar nicht erst gegen. Interessant, weil, naja, ich sage, oh Gott, bitte kein 6-0 kommen. Ja, Vino wird auch krank gechippt. Jetzt könnte er wie ein Mann taunten. Macht er auch. Oh, das ist stark, 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 ja. Jetzt wohl switcht er auch noch. Oh Gott, dieses. Kommt Lucha jetzt rein und beendet das Match, weil jetzt wäre mal der Zeitpunkt, King Lord Niklas, um deinem Lucha mal Kills zu geben. Jetzt wäre es mal nee, soweit. Also Miss Majors macht das auch. Ja, Miss Majors, Bernadette. Hm. Ist der Scarf? Ist der wirklich Scarf gegen Coco Scam? Aber da selbst dann macht. Ja, hier man drückt sogar nochmal mutig CC. Das war mutig. Auf jeden Fall kein Damage Boost. Damage, oder? Und der stirbt noch nicht. Das ist doch was. Sheldon. Oh. Ja, das Vino droppt jetzt auch. Jetzt ist die Frage, traut er sich hier nochmal den Taunt? Nee, Wolfswitch killt nicht. Kommt diese These? Wenn natürlich stark. Nee, kommt nicht. Kommt aber nicht. Ja. Wenn du tot und Rotom stirbt, dann ein Rox. Ja, und dann kriegt nochmal Scam noch weitere Hills. War echt anmerkend für dich, schreibt Niklas. Ja, also ich glaube, gegen Lycanroc, der hätte schon noch gut ausgesehen. Jetzt, so guck, also klar, er hätte vielleicht Scarab nicht so anschippen lassen dann, aber doch, wobei musste er dann einmal gegen Kaptus. Ja, er hätte schon noch Bandit gut ausgesehen. Das ist außer Frage. Ja. Und ja, aber das ist jetzt 5-0, es ist ein bisschen hart. Das offensive Sat-X, was das Team breaken kann für Lucha, haben wir jetzt nicht gesehen. Es war eher das defensive Coco, was das Team gebreakt hat für Lucha. Ja, also ich weiß nicht. Ich fand, Niklas hatte extrem das Matchup auf seiner Seite. Ja, irgendwie. Die Sache ist halt, ich kenne ja die Party Skala ein bisschen, also er hatte doch so Mons wie Vivi. Und so, er hätte gefühlt alles auf einmal bringen müssen und dann überlastet er gerade so die Checks. Also das Raji hat es jetzt auch nicht gerade wirklich probiert, produktiv zu sein, außer das Rotom Wash einmal. Irgendwie, also klar, das Matchup war es nicht so auf seiner Seite, aber ich weiß nicht, was er hätte ändern können, irgendwie andere Mons mitnehmen können. Was haben wir denn da noch so? Da gehe ich jetzt auch mal in die Beratung. Ja, wie gesagt, hat noch zum Match, ich weiß nicht, was am Ausgang geändert haben. Ich meine, da steht immer noch ein volles Lucha mit einem Electric Seed so. Also der kann halt auch noch super viel machen. Das Match hätte Niklas dann auch komplett anders gespielt gehabt, wenn er noch steht. Sieht nicht sogar offensives Totonator richtig Flames aus gegen das Team? Tatsächlich. Also der sieht ja wirklich, sieht ja wirklich geil aus. So. Ich sehe jetzt nicht so wirklich, was reinkommt. Aber weißt du, was auch nicht schlecht aussieht? Die anderen Liga, ja, das weiß ich tatsächlich leider nicht. Was heißt leider? Vielleicht auch besser so, aber man weiß es nicht. Was ich aber anspielen wollte, waren die anderen Ergebnisse der Kopie. Frau, willst du deinen Einzelsatz? Ich schnipse nun mit dem Finger. Ich klatsche, es passiert nichts. Haben wir es? Ist es drin? Ja. Wir haben die anderen Partien dabei. Wir sehen, Kotrek schlägt Schmock, vielleicht für manche überraschend mit einem 3-0. Kentakio geht weiter ungeschlagen über die Liga mit einem 3-0. Selbes gilt auch für Gabro. Luca gewinnt nicht das Mini-Wunder. Hätte man zwei Kills geholt. Ja, man merkt, Gabro, falls du es hörst, da muss mehr kommen. Das sind echt, also ich möchte sowas nicht mehr sehen. Zwei Deaths, was soll das? Also das ist schon echt enttäuschend, bin ich ehrlich. Ja, komm, steigst ab, ohne Witz, mit der Leistung. Ja, King und Niklas dann am Ende kann da mal wieder ein Lebenszeichen melden, nachher jetzt mit einem deutlichen Sieg. Wie verdient der ist am Ende? Das kann man unter sich ausmachen. Aber auf jeden Fall, Fakt ist, er hat den hohen Sieg, den er will für die Tabelle.
Und Sergeant Cesurio schafft es, sich gegen, schafft es, seinen ersten Sieg gegen Tribro zu holen. Und ja, was fällt dir direkt mal so auf? Danke. Nicht mal unbedingt wegen der Spielstärke, sondern halt einfach für die Tabelle ist das jetzt sehr interessant. Ja. Warte, wer stand noch 2-1? War das nicht Schmock. Tea Party? Tea Party, das ja. Stand doch auch 2-1. Ja, das stand auch 2-1. Also, dass die jetzt beide verloren haben, ist super interessant. Und dass halt Kentakio und Gabro auch beide gewonnen haben. Ja, das hebt und die beiden ein bisschen beide ab, so. Der Vorsprung auf den dritten Platz. Und ja. Ich glaube, so eine Tabelle habe ich selten gesehen. Das ist wirklich. Ja, also wenn das so weitergeht, heben die beiden sich komplett ab und machen das. Die machen das ja jetzt schon ein bisschen unter sich aus, aber ja. Ja, also für die beiden, also die haben sich schon mal ein echt gutes Polster aufgebaut, mein Respekt auf jeden Fall. Schlechte Season kann das Gefühl schon nicht mehr werden, wenn du mit 4-0 rein startest. Zum Vergleich, ich weiß, warte, 5 Matches? Ja, ich könnte gerade noch so 4 Siege holen diese Season, das ist doch was. Ja, wie gesagt, halt auch, dass Sergeant Cesurio seinen ersten Win holt, ist auch, also es freut mich für ihn auf jeden Fall. Tribu ist jetzt natürlich nicht die Übermacht gewesen, aber Hater. Punkte sind Punkte und da beschwert man sich nicht. Und da geschenken Gaul hat man nicht ins Maul. Genau. Und ja. Dass Niklas gegen, sich gegen Tea Party durch. So hoch ist halt auch dann am Ende überrascht gewesen. Ich fand halt, von Tea Party kam der nicht wirklich gegen. Wer, der hat ausnahmsweise mal nicht auf den Server getrollt, sondern eher im Match ein bisschen. Also ich weiß wirklich nicht, was ich besser gemacht hätte an Tea Partys Stelle. Ja, Tortonatos Torwart-Eigentor gebracht. Ja, okay, aber so mit der 6. Konstellation, da war nicht viel mehr drin, bin ich ehrlich. Ja, ich finde halt, Finn Wildig hat sich da auch tapfer gegen Kentaku geschlagen, aber ich meine, wurde am Ende von Aura gecleant. Da fand ich noch ziemlich cool, dass, das war ein anderes Game, Metagross hat, egal. Ich meine auch, Kentaku hat da schon wieder Duotion dabei, ist ein cooles Mon, keineswegs, aber dass der so oft damit kommt, ist wirklich cool. Und, Gabro hat das, finde ich, auch gut gezeigt, wie man Keldeo wirklich spielt, weil es gibt viele Menschen, die schauen sich Keldeo an und sagen, lol, der breakt hier gar nichts, aber ich finde, er hat das ganz gut gezeigt, dass irgendwie mit seinem Keldeo macht er 3 Kills gegen Florgis und Latias im gegnerischen Team, weil so Toxic Flip Turn ist dann doch schon ziemlich cool. Und Kord, was auch ziemlich cool ist, ist das AV Trick oder Switcheroo in dem Fall, Golurk von Kordrak, was Corby dann tatsächlich getrickt hat und so konnte am Ende sein Katana mal wieder 5 Kills erzählen. Und ja, die Sache ist halt die, also Golurk kann by the way auch Fistef Corby breaken, aber wenn man Katana die Kills geben will, ist das eine coole Herangehensweise tatsächlich und Trick ist oder Switcheroo auf Golurk vergessen viele. Ja, ich denke, das war... Oh, ich rede mal so viel auf einmal. Sagen Tabelle! Ja. Lass mal auf die Tabelle gehen. Differenz ist auch gar nicht cursed. Warte mal. 4 mal. Das ist plus 20er Differenz. Ja, also da scheint es irgendwie zu stimmen, habe ich das Gefühl. Ich kann irgendwie nicht glauben, dass das alles so stimmt. Egal. Wir können uns die Plätze anschauen, die hier stehen. Wir sehen Gabro und Kentakio, wie abgesprochen, auf 1 und 2, wie abgesprochen, wie geklärt vorhin. Also, dann haben wir Schmock, Tea Party Kordrak und Kinglord Niklas, die sich da ein enges Rennen um ein Verfolgerrennen bieten, so ein bisschen, kann man das nennen. Also Verfolger kann man das ja nicht wirklich nennen. Ja, es geht um den begehrten 3. Platz, nennen wir es mal so. Aber ich hoffe, nichts gegen Gabro und Kentakio, ich hoffe ein bisschen, dass ihr nochmal verliert, weil Aufstiegsrennen soll ja schon spannend sein. Also ich fände das so cool, wenn da beide 8-0 stehen. Ja, okay, das ist ein Punkt. Aber also, es wäre doch auch cool, wenn beide 7-1 stehen und um die Meisterschaft stehen. Und dann ist es wenigstens kurz noch ausspannend mit dem Aufstiegsrennen, egal. Ja, und dann haben wir halt unsere Kellerkinder, das sind Grenze 4 an der Zahl, da geht es ein bisschen um die Differenz, ob die jetzt hier stimmt, ist die andere Sache. Aber, bin da gespannt, wer sich da am Ende rausrettet. Ich finde, alle haben das Potenzial, finde ich, so von dem, was ich gesehen habe, gute Leistung zu erzielen. Mir tut es auf jeden Fall leid für denjenigen, den es am Ende trifft. Ich habe bei Tribu ein bisschen gehofft, nachdem Kinglord Niklas dann schon ein bisschen weggemacht hat, sag ich mal,
Also er hat doch teilweise sah es so aus, als ob er das 6-0 holt. Ja, und danach fand ich halt das ein bisschen enttäuschend, das Spiel gegen Sergeant Cesurio. Aber ja, ne? Da viele gar nicht immer so gut stehen in der Liga, ist hier noch nichts verloren, wenn man mit 1-3 reinstartet. Ja, also wie gesagt, dadurch, dass wir halt so, also wenn es auch nur im Ansatz so weitergeht, wie es halt jetzt gestartet ist, und zwar, dass halt Gabo und Kentakio nicht komplett reinscheißen und halt einfach ihre Siege holen werden, werden die auf Platz 1 und 2 bleiben. Dadurch haben wir dann halt einfach eine Liga mit 8 Spielern gefühlt, die sich da noch kloppen, wer absteigt und wer noch Platz 3 wird. Und das macht dann halt relativ spannend, weil dadurch nur 3 Punkte Unterschied zwischen den Teilnehmern jeweils sind. Und ja, wie gesagt, wenn man das so betrachtet, ist das eigentlich echt spannend. Und dann sind da halt noch Gabo und Kentakio, die spielen schon in Liga 1, die bereiten sich schon darauf vor, irgendwie mental. Ja, können mich ersetzen. Auch wenn das natürlich gewagt ist, jetzt an Spiel. Ja, das muss ich auch sagen. Bei mir hast du ein bisschen gelaggt, dass das gewagt ist, halt kam nur raus. Auf jeden Fall fand ich halt noch, was wollte ich sagen, richtig, wir wollen euch auch nicht zu viel Druck machen, falls ihr das hier hört, ihr seid top gestartet und macht euch da jetzt keinen Stress, seid auf einem guten Weg, so, ne, wer auch auf einem guten Weg ist, sind wir, weil wir schauen uns jetzt die Killrangliste an und wir sehen Zerra Orra, ja, mit 11 Kills, ne, ist eine Ansage. Nicht schlecht. Nachdem Tribu und ich diesen Dreier zu der ewigen Killrangliste von Aura ordentlich beigetragen haben, ist es so, dass Aura jetzt wieder ziemlich am Zerstören ist bei Kentucky, öfter mal gecleant, Tribu gesweept. Ja, Vetter auch immer interessante Sets mit dem Mon. Dann halt Katana. Hat jetzt zum zweiten Mal 5 Kills gemacht. Das ist dann auch ganz interessant. Nee, Lego. Das ist halt ein bisschen die Light-Version von Terras. Ja, das ist Mini-Mega-Kangama, nennen wir den jetzt. Und dann halt auf der 3 haben wir halt so Mons, die müssen da sein. Da haben wir Gelate Mega, dann haben wir nicht Lego Weaval. Und Deoxys Speed finde ich ganz cool, dass da Gabro konstant Kills mit dem macht, weil das ist echt ein starkes Pokémon. Ja. Jo. Was sonst noch so auffällt, ist halt, dass mit Aura tatsächlich mal ein Mon ist, was mehr oder weniger über die Konstanz die Kills zusammenbekommt. Ja, das kennen wir eigentlich nicht so, ne? Oh. Ja, Deoxys Speed und Nihilego kommen dann. Ich finde halt. Konstant Kills machen. Ich finde halt Nihilego und Deoxys Speed. Nee, Nihilego nur so. Finde ich noch ganz cool und auch mega gelate, auch wenn es mega gelate ist. Dass der halt konstant Kills macht und so weit oben in der Killrang, ja, das ist dafür. Also Nihilego, finde ich, ja, macht das schon sein Ding. So hat den Spieltag einen Kill gemacht, mal weniger, mal mehr. Aber das ist halt von Luca07, ja, also der echt. Nihilego und Deoxys Speed schon, aber mega gelate jetzt nicht. Ah ja, stimmt. Ja, auf jeden Fall wollte ich darauf hinaus, dass die Luca07. Ja, also auf jeden Fall ist es konstant halt. Das Podcast-Team stresst rum. Egal. Ich wollte sagen, dass ich es interessant finde, was Nihilego so weit oben ist, dafür, dass ein Luca07 in der Tabelle so schlecht steht. Da sieht man ein bisschen, dass Nihilego ein bisschen das ganze Team trägt. Und man sieht eventuell, dass Swallow Tribu sich zum Opfer genommen hat und einfach mal 4 Kills gemacht hat und somit plötzlich schon der Top 10. Dass der halt eigentlich ab Turn 5 oder so einfach nur den müssen Boomburst klicken und dann gewonnen hätte. Ja. Man muss halt auch erstmal schaffen, mit Regi-Stil und Mega-Diancy und allem gegen das Battle of Hell. Ja, gut. War, ne? Denke ich, auch keine Glanzleistung von Tribu. Ja, das weiß er selber, hat er mir auch geschrieben an dem Tag. Aber ja, Nidoking auch noch konstant dabei. Nicht so konstant wie bei der letzten, wie wir es letzte Woche sehen konnten. Aber was wir auf jeden Fall jetzt sehen können, oder was ihr sehen könnt, dann dank an Quacks, der immer das Ganze einfügt, sind die Awards, die wir jetzt überlegt haben. Ich würde sagen, Frabbels, fang du doch einfach an mit dem Award. Ich wollte meinen Award meinem Gegner Plagegeist geben, der halt wirklich ein sehr cooles und vor allem überraschendes Twitter-Ring-Target-Set mit seinem Artjobs gebracht hat, um halt eben mein Mudsdale zu tricken. Damit der keine Electric Immunity gegen Draco. Und damit er nicht die Killliste gewinnt. Genau. Und somit halt echt ein großer Threat.
geworden ist. Wenn er geklickt hätte, hätte das Game gewonnen. Hat er zum Glück nicht gemacht, aber trotzdem ist das absolut Award worthy, meiner Meinung nach. Deswegen Artjobs kriegt hier einen Award. Mein Award geht an meinen größten Erzfeind. Nein, nicht dich, Kortrick, das soll nicht dich angreifen. Ich mein Golurk. Leute, die mich kennen, wissen, ich habe ein Golurk Trauma. Es gab eine Woche, da habe ich Timing gegen Golurk verloren, aber jetzt muss ich Golurk einen Award geben, tatsächlich. Den Switcheroo Award oder so, weil Heat Crash oder so zu spielen wäre auch eine Option. Das macht dem Corvi viel Damage, aber dann auch einfach mal so eine AV tricken. Dass Katana gewinnen kann, ist doch ziemlich cool, auch wenn zugegebenermaßen das Katana am Ende durch eine verlorene 50-50 eigentlich tot wäre, aber der gute Kortrak einfach mal der bessere Spieler in dem Moment noch war und den Draco gedodged ist mit seinem Katana. Aber ja, AV-Trick, um das Corvi für Katana auszuschalten, also Switcheroo, AV-Golurk, du kriegst einen Award, Golurk. Ich hoffe, du verschonst mich in zukünftigen Replays, indem ich dir jetzt einen Award gebe. Großer Golurk. Mach bitte weiter Kills für mich. In einer anderen Liga, egal. Das war's dann auch soweit. War ein bisschen anders, als die anderen das machen. Haben auch keinen Gast dabei gehabt. Aber wir sind dafür so cool wie drei Leute mindestens, finde ich. Nein, das sollen sich selbst lob sein. Ja. Hast du noch irgendwelche letzten Worte? Nee, also ich wollte gerade irgendwas Dummes sagen, aber nichts im Sinn. Ja, abonniert Frabbels auf YouTube, da gibt's bald wieder Content. Ja, man hört voneinander und mal schauen, ob wir nächste Woche noch da sind. Ist noch nicht klar. Falls ihr könnt euch Schilder aufstellen im Community-Chat, dass wir raus sollen aus dem Liga 1 Podcast, dann nehmen wir und dann weinen wir. Aber macht mal nicht. Bis denn, tschüss.